wurde, hatten wir es einfach schwer, die Mannschaften auseinanderzuhalten. Also wenn man dann den Ball annimmt und sieht meistens im Augenwinkel dann nur einen Mitspieler, dann konnte man schwer unterscheiden, ob es jetzt ein Borussia ist oder ob es ein Mainzer ist. Haben Sie das schon mal zuvor erlebt, dass Spieler auf Sie zukommen in der Pause und diesen Wunsch äußern? Nein, noch nie, aber ich bin auch noch recht jung. Also es war keine Anordnung von Ihnen, Sie hätten sonst so weiter spielen. Korrekt, ich habe alles erkannt und für mich war es in Ordnung. Die Spieler haben mich gebeten und damit hatte ich keine Schwierigkeit. Dann also gleich hinein in die farbigeren zweiten 45 Minuten. Jungnationalspieler Manuel Friedrich wird von Dortmunds Neuzugang Nelson Valdez überspielt. Glück für die Mainzer, deren Trainer Jürgen Klopp Cha anstelle des verletzten Dimirtas nominieren musste. Die Rheinhessen hielten dagegen. Azuak, Damm, der danach gegen Edu ausgewechselt wurde. Dortmund jetzt überlegen. Waches Faustabwehr nicht gerade schulmäßig. Odonkor und Kringe, der übrigens gestern 24 Jahre alt wurde. In der letzten Viertelstunde wurde das bis dahin mäßige Spiel zumindest aufregender. Azuak, der eingewechselte Amri, Edu, Weidenfeller. 77. Minute, Freistoß Borussia, Neuzugang Pinar zu Neuzugang Amedik. Das erste Bundesligator des ehemaligen Braunschweigers, der den verletzten Metzelder prima vertrat. Vor dem 1:0 war der von Smolarek bedrängte Noweski nicht hoch genug gekommen. 70.000 bejubelten die Borussenführung und die Mannschaft feierte gleich mit. Mainz schloss sich dem an. Exakt 52 Sekunden nach Dortmunds Führung glichen die 05er aus. Edu 1:1. Edus erstes Tor im ersten Spiel löste beim Trainer bisher ungeahnte Reaktionen aus. In der Halbzeit gesagt, sollten die in Führung gehen, dann bitte schön, solange die Arme noch oben haben, direkt einen Ausgleich schießen. Und wie die sich dran halten an meine Anweisung, ist verrückt. Verrückt auch, dass Edus Energieleistung dazu führte, dass sich Dortmund und Mainz beim fünften Aufeinandertreffen zum vierten Mal 1:1 trennten. Darauf hätte man eigentlich wetten können, wenn es denn erlaubt wäre. Die Anspielung haben wir verstanden von Rolf Döberwien. 4 mal 1:1.